Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir, genau. Ja, es ist Sonntag morgen und morgens und ich dachte mir, wir machen wieder ein Schminkvideo zusammen. Jo. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich da eine Nude Palette gepostet habe von BH Cosmetics, diese Nude Rose Palette, diese hier, das ist die Verpackung. Ja, der weiß, dass ich die habe, dass ich es damit ja versprochen habe, dass ich einen Look schminken werde damit. Genau, jetzt hole ich die mal raus. Das ist dieses schöne Stückchen hier, das ist Plastik, also wie bei der Naked 3 so ungefähr. Und erstmal die Folie weg. Und dann kommen hier die wunderschönen Nude-Farben. Da ist auch ein Pinselchen dabei. Ja, den tue ich erstmal weg. Und dann sehen wir uns erstmal die Farben an. Das ist einfach toll. Ich bin gespannt, wie die auf dem Auge sind. Ich habe es ja noch nicht probiert. Auch nicht geswatcht. Gar nichts. Und deswegen machen wir das jetzt. Mal gucken. Ich habe mir jetzt noch keinen Plan gemacht. Hier ist zwar so eine Vorschlagskarte drin mit Day und Night Look, aber daran muss ich mich ja nicht unbedingt orientieren. Ne? Das kann ich ja so machen, wie ich das möchte. Genau, ich habe auf dem beweglichen Lid, das habe ich jetzt nur nicht hier, den Color Tattoo Creme de Rose. Genau, den kennt ihr ja schon, denke ich. Und dann, jo, dann nehme ich diesen Lidschattenpinsel, das ist einer von Zoeva. Und dann gehen wir mal zum Highlighten. Nehmen wir diese helle Farbe. Wir sind eigentlich, ja gut, der ist jetzt matt, aber ansonsten sind eigentlich alle schimmernd, bis auf das ist auch matt. Ja, gucken wir mal. Also hier steht mein Spiegel, nicht wundern. Dann habe ich mehr Hände frei. Deswegen gucke ich da immer rein. Genau, das ist jetzt mal der erste Streich. Ja, was nehmen wir dann? Das ist ja die Frage. Erstmal die Lidfalte. Dann nehme ich den Petite Crease. Genau, und dann gehe ich. Jetzt juckt es. Gehe ich doch mal dieses Braun da rein. Ein bisschen abklopfen und dann gehe ich hier in die Crease. Ja. Sieht schon gut aus. Ist auf jeden Fall gut pigmentiert. Ja, gehe ich da mal rein. Definition zu kriegen. Ja, man sieht auf jeden Fall was, oder? Ja. Jetzt sitzt es natürlich da. Oh Mann. Heute Nacht war es etwas schlaflos. Deswegen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen daneben, aber ja. Geht. Geht auf jeden Fall. Und ja. Ich bin auf Snapchat, das wollte ich sagen, genau. Ich habe es ja gestern auch auf Instagram gepostet, aber wer mir da nicht folgt, der Account oder wie ich da heiße, steht in der Infobox. Ich versuche mich noch an Snapchat, deswegen seht es mir nach, dass es vielleicht mal nicht so, aber ich gebe mir Mühe. Genau, dann nehme ich diesen
und gehe in diese Farbe rein. Das gebe ich mir jetzt mal aus bewegliche Lid. Das ist sowas Roséfarbenes. Genau. Ja, das schimmert auch ein bisschen, wie man da sieht, ne? Ja. Ja, es schimmert. Es schimmert ein bisschen. Jetzt gucke ich mal da in den Spiegel. Genau, sehr schön. Also mir gefällt bisher sehr gut. Dann gehe ich mit demselben Pinsel in die ganz dunkle rein. Ganz dunkle Farbe. Und setze mir das hier wieder so hin. So ein bisschen abgedunkelt. Genau. Dann nehme ich den hellen. Ne, dann nehme ich Quatsch. Nehme ich diesen und setze mir das hier hin. Mal sehen, wie das wirkt. Ja, so als Highlighter. Genau. Ja. Gehe ich nochmal in die Farbe. Und setze mir das so ein bisschen ans V. Ein bisschen in das V. Ja. Ja. Und dann habe ich jetzt eine Idee. Ja, jetzt habe ich wirklich eine Idee. Nehme ich das Golden und mache das so ein bisschen in die Mitte. Tupfe ich das so in die Mitte auf. Jawollo. Ja, das sieht auch gut aus. Ja, sehr gut. So, und dann hier aus meinem Sammelsurium nehme ich, was nehme ich denn da? Nehme ich den von Catrice, da diesen Long Lasting Eye Pencil in der Farbe 050 Brown Town Girl. Und da tue ich mir ein bisschen den... Ah, ich habe was vergessen, siehste. Moment, ich wollte ja noch diesen Braunton hier an den unteren Wimpernkranz setzen. Das habe ich jetzt vergessen. Ich mache das ja immer ganz gerne. Dass ich da noch so ein bisschen helle. Genau. Genau, und das, um das zu verstärken, tue ich dann diesen Kajal drauf. Ja, genau, dass das ein bisschen mehr an Definition kriegt. Weil sonst sieht es ja irgendwie, ja. Ja, genau. Ich wollte ja mal so ein Beauty-Inventur-Video machen.
nicht mal alles durchzähle und es dann in einem Video eben dann sage oder zeige. Aber ja, ein bisschen Schiss habe ich ja davor, alles durchzuzählen. Oje, oje, oje. Aber das werde ich auf jeden Fall noch tun. Das ist in Vorbereitung. Und dann werde ich das auf jeden Fall machen. Und dann, ja. So. Dann machen wir uns heute mal einen Lidstrich. Und zwar ist es dieser Lash Crown Eyeliner Pen von Catrice. Das ist der, der zu 8% die Wimpern länger machen soll. Ne, zu 9%. Ja, das ist so eine Vielschichtspitze. Ich habe den jetzt nicht oft verwendet. Ich kann nicht sagen, ob das so ist oder nicht. Weil ich habe den eine Zeit lang in meiner Sammlung nicht gefunden. War nach meinem Umzug letztes Jahr. Es sind so ein paar Sachen irgendwie in anderen Schubladen verschwunden und ja, man kennt es ja, man findet das Zeug dann irgendwie nicht mehr. Ich suche auch eine Mascara, die ich nicht mehr finde. Also irgendwie. Es ist irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. So. Und das war dieses. Der lässt sich eigentlich ganz gut auftragen. Ja. Ach, meine Nase läuft schon wieder. Nehme ich mal ein Tempo. Ah. Genau. Furchtbar. Sorry. So, ja, jetzt ist es ganz rot, ne? Hm. Naja. Dann kommen die Wimpern dran. Dann nehme ich mir immer diesen, der Real Lash Booster, nein, Lash Primer wollte ich sagen. Und dann tue ich mir die Wimpern. Ich möchte unbedingt nächste Woche mal gucken im Müller wegen dem neuen Essence-Sortiment. Ich war bloß bei DM die Woche und da haben die es zwar auch schon gehabt, aber wie man ja weiß, bei DM gibt es nicht alles. Und dann habe ich nur die neue Eyeshadow Base mitgenommen und Nagellack aus dieser Color and Care Reihe, den ich übrigens gerade auf den Nägeln trage. Das ist die 03. Ich glaube 03 oder 02 Happy Nails. Ja, ich schreibe es unten in die Infobox. Das ist so ein Pflegelack. Jetzt kommt die Mascara ins Spiel, die False Lash von L'Oreal, Schmetterlingsmascara. Ja, und die der Lack ist halt echt gut, muss ich sagen. Und da will ich mir noch andere Farben angucken, nur ich weiß halt nicht, wie viele Farben es tatsächlich gibt, ob die eben nur so eine kleine Auswahl hat oder ob es da noch mehr gibt, das weiß ich nicht. Und die neue Eyeshadow Base habe ich noch nicht getestet. Da warte ich, bis die leer ist, die ich gerade habe, die normale. Die gibt es ja auch noch. Aber ja, mal gucken, wie die andere ist und wie die anderen Sachen sind. Ich weiß nicht. Da gibt es ja so also Lippenöle, die mich interessieren und Lipglosse und so weiter. Da
muss ich auf jeden Fall schauen, wo es die gibt. Oder ob es die bei Müller gibt, endlich, keine Ahnung. Die brauchen ja ewig, um das irgendwie einzuräumen bei uns. Das ist echt schlimm. Immer wieder gucke ich, dann ist nicht da, dann gucke ich wieder, ist auch nicht da. Ein Chaos jagt das nächste. Ja. So, dann nehme ich ein Produkt von Essence, dieses Shading Powder Bronzer und Highlighter. Ja, das ist die Farbe Light. Genau, so sieht das aus. Und es kam mit dem letzten Sortimentswechsel ins Sortiment. Was für ein Wort. Das finde ich echt gut. Das habe ich euch ja auch in meinen momentanen Favoriten gezeigt. Dass ich das echt gut finde. Genau. Also ich finde das wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Ja, das macht schon was aus, wenn man konturiert. Da sieht man gleich wieder frischer aus. Ja, genau. Und dann nehme ich einen Blush von Catrice, der Illuminating Blush in der Farbe 010 I'm Nuts About You. Das ist so ein, ja, so ein Rosenholzton. Und da gehe ich mal rein und tupfe mir das auf die Wangen. So, genau. So viel wollte ich jetzt auch nicht auftragen. Das ist in Ordnung. Dann nehme ich einen Blendepinsel von Essence und gehe in den Highlighter rein. Und den trage ich mir hier auf. Ah, den finde ich super schön. Diesen Highlighter. Der da drin ist. Ja. Also quasi. So. So auf die Nase. Genau. Ja. Genau. So, da die Augen relativ, ja, dezent gehalten sind, würde ich sagen, kann man sich auch mal was auf die Lippen aufknollen. Dann nehme ich diesen Shine Appeal Fluid Lipstick in der Farbe 060 Mary Berry. Genau. Das ist gut. Ja, genau. Gut, ich meine, der hält jetzt zwar nicht so ewig lange auf den Lippen, weil ja, Gloss und so weiter, aber ich finde ihn echt schön. Ja, doch, würde ich sagen, ja. Ja. Das war jetzt der Look zu dieser Nude Rose Palette von BH Cosmetics. Ich muss sagen, ja, eine richtig schöne Palette. Gut pigmentiert, bröselt auch kaum, krümelt auch nicht so. Finde ich echt gut. Ich bin zufrieden. Muss nur mal selber nochmal gucken. Ja. Gefällt mir. Also man kann wirklich viele Looks damit kreieren. Dunkel, hell, golden, Bronze. Also ganz, ganz viel. Ich werde die auf jeden Fall noch weiter testen und auf Herz und Nieren prüfen. Genau. Okay, dann war es das mit meinem Tutorial. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao!